Below the Ocean. Ist es Below the Ocean oder Beneath the Ocean? Under the Ocean. Ich habe beschlossen, dass das jetzt so unsere Atlantis-Hymne wird. Mhm. Hail Atlantis! Hey, Below the Ocean. Das ist irgendein Musical, oder? Was ist denn das her? Willkommen in der Exposé-Werkstatt zu Perry Roden Atlantis. Das ist der Name der neuen Miniserie, die ab März 2022 erscheint. In der Expo-Werkstatt entstehen Exposés und derjenige, der sie diesmal schreiben darf für Perry Roden Atlantis, das bin zufällig ich. Und weil ich ja die Macht habe über diesen offiziellen YouTube-Kanal der Perry Roden Redaktion, habe ich mir gedacht, jetzt machen wir mal ein bisschen Werbung hier, weil wir das ja nie machen auf diesem Kanal. Ich lasse mir in die Karten schauen und du wirst im Gegenzug geil auf unsere neue Serie. Ist das ein Deal? Machen wir das so? Ist das ein Deal? Bin dabei. Er ist dabei. Die Frage lautet, lieber Stefan, was macht ein Exposé-Autor überhaupt? Was ist das ein Exposé? Werde ich dir verraten, was in diesen Expos alles drinsteht? All das jetzt und mehr hier bei mir in der Expo-Werkstatt. Ich bin Ben und wir sprechen heute über Atlantis. Stell dir vor, es ist der 30. April 2021 und der kleine Ben Calvin schreibt gerade an Perry Roden Neo Band 256. Und plötzlich trudelt eine E-Mail in mein Postfach. Und das ist eine ganz lange Mail, die kommt von meinem Chefredakteur Klaus Frick. Und da stehen ganz, ganz viele Sachen drin. Es geht um mehrere Themen. Und relativ am Ende steht folgender Absatz. Und was glaubst du, was mein allererster Impuls war? Nein. Ja, nein, ja, natürlich. Sicher hast du. Das ist so ein Ding, da sagst du erst ja und dann fängst du zu überlegen, ob du das kannst. Ne? Fangen wir erstmal damit an, was so ein Exposé überhaupt ist. Und das wird jetzt eine ganz klappe Erklärung. Eine knappe Erklärung. Perry Roden ist wie viele andere Serien mit Fortsetzungscharakter Exposé gesteuert. Das heißt, die Autoren, die müssen ja wissen, was sie so schreiben sollen. Und am Ende soll da eine komplette Geschichte rauskommen, die keine Widersprüche von Roman zu Roman enthält, wo die Anschlüsse stimmen und so weiter und so fort. Wenn du dir so ein Expo mal anschauen möchtest, die ersten beiden Expos aus dem Jahr 1961 sind im Sonderband zum 60. Jubiläum der Perry Roden Hauptserie abgedruckt. Der ist im September erschienen und es gibt ihn immer noch als E-Book zu kaufen. Den Link findest du in der Description. Und das beantwortet die nächste Frage jetzt schon so halb. Was macht so ein Chefautor überhaupt? Was würdest du sagen? Ja, er ist der Chef. Er ist der Chef. Der sagt, was Sache ist, ne? So soll es sein. Der hat den Gürtel an. Natürlich. Und die Hose. Hoffentlich. Und die Gürtel ohne Hose ist natürlich auch lustig. Das wäre dann vielleicht auch wieder so eine Atlantis-Eingeborenen-Kluft. Da könnte man dann... Gut, dass die Kamera nicht so tief filmt. Glaubt ihm nicht. Ich habe hier wohl meine Glitzerunterwäsche an, aber... Also, es ist ganz klar. Der Chefautor schreibt diese Exposés. Im Fall von Atlantis bin ich das. Dann bin ich also auch derjenige, der die Gesamthandlung steuert. Der festlegt, welche Geschichte wir überhaupt erzählen. Und der den genauen Fahrplan festlegt. Wann verraten wir welches Geheimnis? Welche Elemente aus der Originalserie greifen wir auf? Und so weiter und so fort. Ich habe auch einen Einfluss drauf, wer bei dieser Serie mitschreibt. Letztlich entscheidet das die Redaktion, aber ich darf meine Vorschläge äußern. Wofür wir uns entschieden haben, ist ein Team aus bekannten Namen. Größtenteils sind es die üblichen Verdächtigen und zu gegebener Zeit verraten wir nach und nach, wer dabei ist. Aber einen Wunschkandidaten durfte ich vorschlagen. Das ist ein neuer Kollege im erweiterten Perry Roden Autorenumfeld, mit dem ich selbst schon öfters und stets sehr gern und sehr angenehm zusammengearbeitet habe. Bei Gelegenheit werde ich mich hier in diesem Vlog auch mit ihm unterhalten und ihn fragen, wie leicht oder schwer ihm der Einstieg gefallen ist. Damit ist es aber für mich in meiner Rolle noch nicht getan. Die Autoren haben 1000 Fragen zu den Exposés. Welche Klamotten trägt Figur X in jener Szene? Ist der Y dem Z jemals begegnet? Und dieses Beantworten von Chats und E-Mails artet richtig in Arbeit aus. Und dann lese ich natürlich die fertigen Manuskripte und kommentiere sie, damit die Kollegen keinen Unsinn schreiben. Das machen die sowieso nicht, das sind ja alles Profis. Und natürlich schreibe ich auch selbst 2 Romane für diese Serie. Also hier kommt die heiße Insider-Info für die Peripedianauten und ihre Statistiken. Der erste und der letzte Roman der Miniserie werden, wie es die Tradition verlangt, vom Chefautor stammen. Und ich verrate euch jetzt brandheiß auch schon den Titel des ersten Bands. Er wird heißen, was rätst du? Ich habe keine Ahnung. Es hat was mit Atlantis zu tun? Wenn du jetzt einen Titel für den Band aussuchen würdest, wie würde der lauten? Der erste Band. Der erste Band. Das ist toll. Dann kann man sich auch die Nummern sparen oben rechts so im Cover. Ne? Ja. So ist das. Der Band wird heißen... Achtung, Trommelwirbel. Trommelst du bitte? Wirbelst du den Trommel? Mach's mit der Ukulele. Im Land der Sternengötter. Und der Inhalt von diesem Roman... Das ist ein toller Titel, oder? Klasse Titel, ja. Klasse Titel. Die Antwort auf Frage 3 lautet, nein,
Ich verrate noch nicht, was in den Expos drin steht. Ich meine, ich könnte es dir verraten, Stefan, aber dann müsste ich dich leider erschießen. Dann spar dir das. Bei Gelegenheit erfährst du weitere Details zur Handlung. Vielleicht auch schon in einem der kommenden Vlog-Episoden. Aber du wirst am Ball bleiben müssen. Das war der erste Blick hinter die Kulissen der Expo-Werkstatt von Perry Rhodan. Atlan habe ich hier in meinem Skript geschrieben. Das Quatsch ist Perry Rhodan Atlantis. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Das hier wird so ein kleines Quick-and-Dirty-Format für zwischendrin, damit auf diesem Kanal was passiert. Während ich an dieser Miniserie arbeite, habe ich halt keine Zeit für richtigen Content auf YouTube. Das hier soll jetzt deswegen auch keine Dauereinrichtung werden. Wir machen das nur ein paar Monate lang, vermutlich bis aus August, um die Serie zu begleiten und kehren dann zu unseren üblichen Inhalten zurück. Geil oder nicht geil? Hinterlass mir einen Kommentar. Stefan, heb den Daumen. Lass mir einen Kommentar da. Ich sag für heute Tüdelü und wünsche dir viel Spaß mit Perry Rhodan Atlantis. Ab März, überall, wo es Zeitschriften und E-Books gibt. Nein, nicht überall, aber an ganz vielen Orten.